Bisher lief es für den 31-Jährigen eigentlich ganz gut im Promi-Big-Brother-Haus. Diese schweren Vorwürfe könnten nicht nur seiner Beliebtheit schaden, sondern auch seinem Sieg in die Quere kommen. Schauspielerin Sharon Batiste, 29, die für knapp 3 Jahre Teil von Köln 50.667 war, hat hinter den Kulissen eine Beziehung mit Danny Liedtke geführt. Wie jetzt herausgekommen ist, soll der Promi-Big-Brother-Teilnehmer während dieser Zeit gegenüber Sharon Batiste handgreiflich geworden sein. Auch Kollege David Ortega, 36, bestätigt die Vorwürfe und sagt aus, dass Danny Liedtke auch schon anderen gegenüber gewalttätig war. Ich bin auch nicht der Einzige, der von dieser Person geschlagen wurde, dem Luca Rutolo, hat er auch einfach mal so in den Bauch geboxt und rausgeschmissen mitten in der Nacht, als sie zusammen gewohnt haben. So behandelt er Menschen. Und genauso Frauen, also noch schlimmer. In einem Statement auf Instagram schreibt Sharon Batiste über die Vorwürfe, das alles hat mir die letzten Monate sehr schwer gemacht. Denn ich bin es, die die persönlichen Erfahrungen der Vorwürfe gemacht hat. Ich habe versucht, einfach alles hinter mir zu lassen, doch das ist offensichtlich nicht so einfach. Die Schauspielerin hat sich dazu entschieden, sich juristischen Rat zu holen, das alles liegt nun nicht mehr in meinen Händen, die Thematik wird nun von der Staatsanwaltschaft geklärt. Aus Respekt zu allen Beteiligten werde ich mich zu alledem vorerst nicht weiter öffentlich äußern.